In diesem Video geht es um den radioaktiven Zerfall. Die radioaktive Strahlung entsteht dadurch, dass in den Atomkernen radioaktiver Isotope Kernumwandlungen stattfinden. Es gibt viele verschiedene Kernumwandlungen und wir gehen jetzt mehr oder weniger alphabetisch vor und starten mit dem Alpha-Zerfall. Bei dem Alpha-Zerfall findet Folgendes statt: Aus einem Atomkern wird ein Alpha-Teilchen, was nichts anderes ist als ein Heliumkern, ausgestoßen. Dazu gucken wir uns ein Beispiel an. Und wir gucken uns den Isotop Radium-224 und in dem Alpha-Zerfall wird Radium-224 zum Radon-220 umgewandelt. Und wir sehen auch hier bei der Massenzahl, es fehlen 4 Nukleone. Aus 224 sind 220 Nukleone entstanden. Und bei der Ordnungszahl sehen wir auch, dass gegenüber dem Radium haben wir beim Radon 2 Protonen weniger. Also beim Übergang von Radium zum Radon sind 2 Neutronen und 2 Protonen verloren gegangen. Und diese wurden tatsächlich auch freigesetzt. Und die 2 Neutronen und 2 Protonen haben einen Heliumkern gebildet. Und das wird, wie gesagt, oft auch ein Alpha-Teilchen genannt. Und damit wir die Zeichnung hier besser verstehen, ich habe mit gefüllten Punkten die Neutronen dargestellt und mit weißen Punkten die Protonen. Da Alpha-Strahlung aus Heliumkernen besteht, passiert Folgendes: Es werden immer von der Massenzahl 4 abgezogen und von der Ordnungszahl 2 Stück, deshalb können wir das Ganze verallgemeinern. Also wenn wir jetzt ein Isotop haben mit irgendeinem Symbol und die Massenzahl A und die Ordnungszahl Z haben und dann soll ein Alpha-Zerfall stattfinden, dann wird aus dem Isotop X ein neues Isotop, zum Beispiel Isotop Y, entstehen und für die Massenzahl gilt, dass diese um 4 kleiner wird und die Ordnungszahl wird um 2 kleiner. Und aus diesen Teilchen, die den Kern verlassen haben, entsteht ein Alpha-Teilchen bzw. ein Heliumkern. Im Prinzip ist es ja auch das Gleiche, es ist Geschmackssache, was man jetzt an dieser Stelle lieber sagt. Ich spreche an dieser Stelle gerne von Heliumkernen, weil das tatsächlich auch die einzige industrielle Möglichkeit ist, Helium herzustellen, indem man aus dem Alpha-Zerfall die Alpha-Teilchen einfängt und denen Elektronen hinzufügt und so kann man Helium produzieren. So, jetzt habe ich noch eine Anmerkung und zwar die Protonen im Kern sind positiv geladen und stoßen sich aufgrund ihrer Ladung eigentlich ab. Auf kurzen Distanzen werden Protonen und auch Neutronen von der sogenannten starken Kernkraft festgehalten. Das bedeutet, eigentlich wollen sich hier diese weißen Teilchen, die Protonen, abstoßen, weil sie ja die gleiche Ladung haben. Aber wenn man es schafft, die sehr nah zusammenzubringen, dann kleben sie plötzlich miteinander, also so könnte man sich das vorstellen. Und dieses Aneinanderhaften funktioniert aufgrund der sogenannten starken Kernkraft. Warum können jetzt Alpha-Teilchen einen Atomkern verlassen? Das hat etwas mit Quantenmechanik zu tun. Durch den sogenannten Tunneleffekt kann ein Alpha-Teilchen den Kern verlassen. Ja, das bedeutet, eigentlich haben diese Heliumkerne oder die Alpha-Teilchen nicht genug Energie, um diese starke Kernkraft zu überwinden, aber durch den Tunneleffekt können sie sich dennoch weit genug entfernen, um abgestoßen zu werden und dieser Tunneleffekt ist eine quantenmechanische Erscheinung. Da Alpha-Teilchen auch positiv geladen sind, werden sie von dem Kern mit einer sehr hohen Geschwindigkeit abgestoßen. Ja, also wenn wir es geschafft haben, dass sich ein Heliumkern
hier gelöst hat, haben wir jetzt eine Entfernung erreicht, in der die starke Kernkraft nicht mehr wirkt. Und dann haben wir jetzt nur noch die Abstoßung zwischen dem großen Kern und dem kleinen Kern, und dadurch werden die Alpha-Teilchen sehr stark beschleunigt und erreichen eine sehr große Geschwindigkeit, und zwar von 2 bis 8% der Lichtgeschwindigkeit. Die zweite Kernumwandlung, die wir uns anschauen werden, ist der sogenannte Beta-Zerfall. Also wir haben jetzt hier den griechischen Buchstaben Beta und hier sozusagen so einen oberen Index oder in dem Exponenten, wie auch immer man das nennen möchte, machen wir hier ein Minuszeichen. In dem Atomkern wird ein Neutron in ein Proton und ein Elektron umgewandelt. Das Elektron verlässt dabei den Kern, und wir gucken uns direkt ein Beispiel an, um nachzuvollziehen, was hier in diesem Satz eigentlich steht. Also wir fangen mit dem Blei-214 an, und durch den Beta-Zerfall entsteht aus dem Blei-214 Wismut-214. Und wenn wir uns jetzt die beiden Atomkerne angucken, hier an dieser Stelle und da an dieser Stelle, sehen wir eine kleine Veränderung, und zwar aus dem schwarzen Neutron ist ein Proton entstanden, und damit die Rechnung mit der Ladung wieder aufgeht, muss auch ein Elektron emittiert werden. Ja, aus einem neutralen Teilchen ist ein positives Teilchen entstanden, aus dem neutralen Neutron ist ein positives Proton entstanden. Das bedeutet, wir haben jetzt eine positive Ladung zu viel, wenn man jetzt eine Ladungsbilanz auf beiden Seiten machen würde. Und wir, um das auszugleichen, brauchen wir ein negatives Teilchen. Bei dem Beta-Zerfall entsteht aber nicht nur ein Elektron, sondern es wird noch ein sehr, sehr kleines, sehr massenarmes Teilchen emittiert, das sogenannte Anti-Elektron-Neutrino. Und das habe ich hier mit einem Punkt dargestellt, und an dieser Stelle würde ich genau was sagen. Also die Maßstäbe, die hier verwendet werden, die sind so gewählt, dass wir die Teilchen überhaupt sehen können. Tatsächlich ist ein Elektron viel, viel kleiner als ein Proton und ein Neutrino nochmal eine Ecke kleiner. So, die Neutrinos werden mit dem griechischen Buchstaben Nu dargestellt. Das ist das griechische N. Und da es sich hier um ein Anti-Elektron-Neutrino handelt, wird das Wort Anti mit einem Querstrich drüber verdeutlicht. So, und dann schauen wir uns diesen Beta-Zerfall nochmal etwas genauer mit Zahlen an. Also ein Neutron wird zum Proton, das heißt, die Anzahl der Nukleone in dem Kern ändert sich nicht. Und die Massenzahl beider Isotope ändert sich nicht. Wir haben jetzt hier in diesem, in dem Bleikern 214 Nukleone, in dem Wismut haben wir auch 214 Nukleone. Was sich aber geändert hat, ist die Ordnungszahl, weil verglichen mit dem Blei haben wir beim Wismut ein Proton mehr. Und auch hier können wir das etwas verallgemeinern. Wir haben ein Isotop, ein Nukleon mit einem Symbol, zum Beispiel X, und die Massenzahl A und die Ordnungszahl Z. Dann findet ein Beta-Zerfall statt. Die Massenzahl ändert sich nicht, weil ein Proton und ein Neutron im Prinzip die gleiche Masse haben. Was sich aber ändert, ist die Anzahl der Protonen, also die Ordnungszahl wird um 1 erhöht. Dann haben wir noch die Sache mit der Ladung. Da dieses Isotop einen Kern hat mit einer um 1 höheren positiven Ladung, müssen wir das ausgleichen, und deshalb findet hier eine Elektronenemission statt.
Wichtig dabei ist, dass diese Elektronen tatsächlich aus dem Kern stammen. Also die werden jetzt nicht aus der Atomhülle ausgestoßen, sondern wirklich aus einem Neutron wird ein Proton und ein Elektron. Also dieses Elektron hier kommt aus dem Atomkern. Und nicht vergessen das Antielektron-Neutrino, was eigentlich in der Schule selten erwähnt wird, selten behandelt, aber es ist ein Teilchen, das da ist und in der Physik doch ja, für einige Irritationen gesorgt hat, aber dazu sage ich gleich was. Und zwar, als man jetzt den Beta-Zerfall genauer untersucht hat, hat man die Energien gemessen, die die Elektronen haben und hat festgestellt, dass da Energie fehlt. Und an dieser Stelle waren manche Physikerinnen und manche Physiker der Meinung, dass die Energieerhaltung, an die wir sehr stark glauben, wahrscheinlich gar nicht gilt. Also Neutrinos sind Elementarteilchen mit einer sehr geringen Masse. Und Neutrinos wechselwirken auch sehr selten mit Materie. Also die sind jetzt sehr, sehr massearm, sind neutral geladen. Das bedeutet, die können nicht irgendwie aufgrund der elektromagnetischen Wechselwirkung mit anderen Teilchen reagieren oder wechselwirken, sagt man dazu. Aufgrund ihrer geringen Masse ist die gravitative Wirkung auch sehr eingeschränkt und dass wir überhaupt ein Neutrino registrieren können, da braucht man sehr viel Glück, weil das überhaupt etwas passiert, wenn ein Neutrino auf Materie trifft, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Die Existenz von Neutrinos wurde 1933 vermutet, also wie ich schon gesagt habe, es gab Menschen, die der Meinung waren, dass vielleicht die Energieerhaltung gar nicht mehr gilt. Aber ein Physiker namens Wolfgang Pauli hat 1933 vermutet, Moment, vielleicht wird bei dem Beta-Zerfall auch ein weiteres Teilchen emittiert, das einfach so klein ist, dass wir es momentan einfach nicht registrieren können. Und die kinetische Energie, die also bei diesen zwei Summanden fehlen würde, steckt einfach in der kinetischen Energie von diesen unbekannten Teilchen. Und es hat 23 Jahre gedauert, bis man in der Lage war, im Jahre 1956 diese Neutrinos nachzuweisen. Spätere Untersuchungen haben auch gezeigt, dass es mehrere Sorten von Neutrinos gibt. Es gibt nämlich also die Sorte Elektron-Neutrino und dazu das Antiteilchen, das Anti-Elektron-Neutrino. Dann gibt es noch Tau-Neutrinos und Myon-Neutrinos. Weiter geht's mit dem Gamma-Zerfall. Nach einer Kernumwandlung befinden sich Atome in einem energetisch angeregten Zustand. Ihre überschüssige Energie geben die angeregten Nuklide in Form von hochenergetischem Licht ab. Und dieses hochenergetische Licht, das ist dann die Gammastrahlung. Also Gammazerfall an sich ist jetzt keine Kernumwandlung im Sinne der Alpha- oder Beta-Strahlung. Aber das schauen wir uns jetzt einem Beispiel an. Und zwar gucken wir uns das Barium 137 an und mit diesem Sternchen hier soll angedeutet werden, dass sich dieses der Kern hier in einem sogenannten angeregten Zustand befindet. Warum ist der Kern angeregt? Oft ist es einfach so, dass dieses Barium hier ein Produkt von einem Alpha- oder Beta-Zerfall ist. Und man könnte sich das so vorstellen, als ob die Nukleone hier drin so ein bisschen schwingen und eigentlich zu viel Energie haben. Und diese Energie muss abgegeben werden, damit sich die Situation hier in dem Kern
beruhigt, sage ich mal, das jetzt umgangssprachlich. Und hier kommt der Gamma-Zerfall ins Spiel. Und zwar unser Atomkern ändert sich an sich ja nicht, aber die überschüssige Energie wird in Form von Licht abgegeben. Im Prinzip liegt dieses Licht in dem Wellenlängenbereich der Röntgenstrahlung, aber da, wie wir es schon mal erzählt haben, bei dem Röntgen- und Gammastrahlung nach der Quelle dieser Strahlung unterscheiden. Also Röntgenstrahlung wäre mit einer Röntgenröhre künstlich erzeugt und Gammastrahlung ist ein Produkt von radioaktivem Zerfall. Deshalb sprechen wir hier von der Gammastrahlung oder gerne auch von Gammaquanten, wenn man diese Energie als Teilchen ansieht. Auch den Gammazerfall können wir verallgemeinern. Und zwar haben wir ein Nuklid, ein Isotop, das sich in einem angeregten Zustand befindet. Und durch den Gammazerfall wird dieser angeregte Zustand in einen Grundzustand umgewandelt. Und dabei wird ein Gammateilchen, ein Gammaquant oder Gammastrahlung ausgesandt. Jetzt kommen wir zu Kernumwandlungen, die etwas exotischer sind. Warum sage ich jetzt hier exotisch? Weil die Physik, die wir benötigen, um das zu verstehen, etwas neuer ist als die, die wir davor benutzt haben. Die erste exotischere Kernumwandlung, die wir uns angucken, ist der sogenannte Beta-Plus-Zerfall. Also die Schreibweise ist ähnlich wie bei dem Beta-Minus-Zerfall. Der Unterschied in der Schreibweise in den Exponenten hier machen wir ein Pluszeichen. Wie sieht der Beta-Zerfall denn aus? Also in dem Atomkern wird ein Proton in ein Neutron und ein Positron umgewandelt. Das Positron verlässt dabei den Atomkern. Und auch hier gucken wir uns ein Beispiel an. Diesmal nehmen wir Stickstoff 13 und das erste Mal passt das Bild auch zu den Zahlen hier. So, jetzt dieses Stickstoff 13 wird in dem Beta-Plus-Zerfall zu Kohlenstoff 13 umgewandelt. Und hier sehen wir an dieser Stelle ist ein Proton, das weiße Teilchen hier, in das schwarze Teilchen, also in unserer Kodierung hier in ein Neutron umgewandelt. Das bedeutet, ein positives Teilchen ist in ein neutrales Teilchen umgewandelt worden. Und damit die Ladungsbilanz auf beiden Seiten gleich ist, brauchen wir ein positives Teilchen. Dieses positive Teilchen ist das sogenannte Positron. Hier mache ich einfach einen Kreis mit einem Plus da drin und auch das Zeichen von dem Positron erinnert stark an das Elektron. Es ist ein kleines e, diesmal aber mit einem Plus in Exponenten. Und der Name von diesem Teilchen ist, wie schon mehrmals erwähnt, ein Positron. Ein Positron ist ein Gegenstück eines Elektrons. Sozusagen das Spiegelteilchen, das Antiteilchen, das Antielektron. Ähnlich wie bei dem Beta-Minus-Zerfall entsteht auch bei dem Beta-Plus-Zerfall ein Neutrino. Und diesmal haben wir ein Elektron-Neutrino. Also ist hier ein Nü ohne den Balken drüber, weil wir jetzt ein handelsübliches Neutrino haben. So, wenn wir uns die Zahlen hier angucken, aus einem Proton wird ein Neutron. Das bedeutet, die Anzahl der Nukleone in dem Atomkern ändert sich nicht. Also bei dem Ausgangsstoff haben wir eine Massenzahl von 13 und bei dem Produkt haben wir auch eine Massenzahl von 13. Was sich aber verändert hat, ein Proton ist zum Neutron geworden. Das bedeutet, bei dem Kohlenstoff haben wir jetzt ein Proton-Neutron.
weniger. Das heißt, die Ordnungszahl sinkt von 7 auf 6. Und hier können wir das auch verallgemeinern. Wenn wir ein Isotop haben mit der Massenzahl A und der Ordnungszahl Z und dieses in einem Beta-Plus-Zerfall umgewandelt wird, bekommen wir ein neues Isotop mit der gleichen Massenzahl. Die bleibt unverändert. Die Ordnungszahl wird aber um 1 verringert. Und jetzt kommt wieder die Ladungsbilanz. Ausgesandt wird dabei ein Positron und streng genommen auch ein Elektron-Neutrino. So, bei den Beta-Minus- und bei den Beta-Plus-Zerfall werden in der Schulphysik die Neutrinos sehr oft vernachlässigt, weil, wie schon erwähnt, die sehr wenig wechselwirken und ehrlicherweise auch nicht so gut erforscht sind, sodass wir jetzt irgendwie dann das didaktisch vernünftig aufarbeiten können. Das Positron ist, wie schon gesagt, ein Antiteilchen. Es gehört, also streng genommen, ist es ein Antielektron, weshalb sich der Name Positron durchgesetzt hat. In diesem Namen steckt einfach die Ladung von diesen Teilchen. So, interessant ist, trifft ein Positron auf ein Elektron, so lösen sie sich gegenseitig auf. Also wenn ein Elektron auf ein Positron trifft, dann vernichten sie sich gegenseitig und dabei wird eine große Menge Energie freigesetzt. Also hier, wenn ein Positron oder wenn Antimaterie auf Materie trifft, wird die ganze Masse in Energie umgewandelt und das ist die größte Energiemenge, die wir überhaupt aus Materie herstellen können. Also es gibt ja die Möglichkeit, Dinge chemisch zu verbrennen. Dabei werden die chemischen Bindungen aufgelöst. Diese werden dann in Energie umgewandelt. Das ist jetzt eine Möglichkeit, aus Materie Energie zu gewinnen. Dann gibt es die Kernfusion oder Kernspaltung, werden wir auch später dazu kommen. Da werden die Bindungen zwischen den Nukleonen entweder unterbrochen oder neue erstellt. Da wird Energie freigesetzt. Und bei der Sache mit der Antimaterie und Materie, da wird wirklich die Materie sozusagen vernichtet und die gesamte Materie wird als Energie freigesetzt. Also wenn es uns irgendwann gelingt, Antimaterie in großen Mengen zu finden, wäre es die nach dem jetzigen Stand der Physik die größte Energiequelle, die wir überhaupt haben können. So, jetzt noch ein paar Worte zu der Geschwindigkeit von dem Positron bzw. von dem Elektron bei dem Beta-Minus-Zerfall. Beim Beta-Minus bzw. beim Beta-Plus-Zerfall erreichen die Beta-Teilchen etwa 99,9% der Lichtgeschwindigkeit. Also das ist eine Strahlung, die fast die höchstmögliche Geschwindigkeit erreichen kann. Insgesamt gibt es ganz viele mögliche Kernumwandlungen. Ich möchte jetzt hier ein paar weitere Beispiele nennen. Also die Liste wird am Ende auch nicht vollständig sein. Ich habe jetzt nur einige ausgewählt, die uns dabei helfen werden, die Kernfusion, das bedeutet die Kernspaltung, also die Technologie, die wir verwenden, um aus Radioaktivität elektrische Energie zu gewinnen. Also das werden wir uns nochmal angucken, wenn wir uns Kernkraftwerke anschauen werden. Um das zu verstehen, habe ich jetzt, wie gesagt, weitere Kernumwandlungen beispielhaft hier ausgewählt. Okay, wir gucken uns jetzt also Beispiel für weitere Kernumwandlungen an und starten mit der spontanen Fission, also mit der spontanen Spaltung. Und jetzt kommen wirklich noch Beispiele. Also wir gucken jetzt hier Uran-238 an. Und es passiert zwar sehr, 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 sehr selten, aber es kann sein, dass dieses
der große Kern sich spontan in zwei kleinere Kerne aufsplittet. Und dabei können verschiedene Nuklide entstehen, wie zum Beispiel hier Antimon 133 und Niob 102. Wenn man jetzt die Ordnung, die Massenzahlen aufaddiert, stellt man fest, Moment, da fehlt so ein bisschen was. Und tatsächlich bei dieser Spaltung werden hier noch weitere Teilchen freigesetzt, und zwar in diesem Fall 3 Neutronen. Ja, bei der spontanen Fission, auch beim Uran, muss es nicht immer Antimon und Niob als Endprodukt sein. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Das lässt sich auch kaum vorhersagen. Bei dieser hier ausgewählten entstehen diese 2 Atomkerne und dabei werden auch hier 3 Neutronen freigesetzt. Bei anderen Aufsplittungen kann es sein, dass da 2 Neutronen oder 1 Neutron freigesetzt wird. Das ist, wie gesagt, jetzt ziemlich unterschiedlich. Eine weitere Kernumwandlung wäre eine spontane Nukleonenemission. Nukleonen, nochmal eine kleine Wiederholung, Nukleonen sind Protonen und Neutronen zusammen. Also von der Nukleonenemission gibt es mindestens 2 Sorten. Und zwar hier gucken wir uns Bohr 9 an. Dieses zerfällt zum Beryllium 8 und dabei wird hier ein Proton freigesetzt. Also es gibt Kernumwandlungen, wo einfach ein Proton aus dem Atomkern ausgestoßen wird. Und hier sehen wir auch, dass nicht nur die sehr großen Atomkerne, dass nicht nur in den großen Atomkernen Kernumwandlungen stattfinden, sondern auch in vergleichsweise kleinen Atomkernen, sogar bei sehr, sehr kleinen. Und zwar zum Beispiel hier, Helium 5 kann zu Helium 4 umgewandelt werden. Und dabei wird ein schwarzes Teilchen hier in unserer Kodierung, also ein Neutron, emittiert.